Für die meisten Kinder und jugendlichen Eishockeyspieler heißt das große Ziel Profi werden. Ein Weg, auf dem jedes Kind sehr viel über Teamgeist lernt und der Spaß stets an erster Stelle steht. So wie hier in Bischofshofen, an dieser wunderbaren Outdoor-Eisfläche, die ein wenig an Kanada erinnert, dem Mutterland des Eishockeys. Was aber bringt den Profiklub EC Red Bull Salzburg in den Pongau zur Lokomotive Bischofshofen? Und was ist eigentlich das Schöne am Eishockey? Dass man da so hin und her fährt und so Match spürt. Und dass man da den Kleinen den Puck wegnehmen kann. Wir haben in Österreich generell mit den Zahlen im Nachwuchs Probleme und haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir mehr Kinder aufs Eis bringen, dass wir das Eishockey interessanter machen allgemein für die Kinder. Und haben gesagt, wir schauen da in die Randregionen und rund um Salzburg und wollen diese Region stärken. Das ist unser großes Ziel. Kinder weg daheim vom Computer, weg vom Fernsehen, raus auf die frische Luft. Die Bewegung mit uns da gemeinsam machen, ein bisschen schwitzen und vor allem die Kameradschaft, die was sie bei uns erfahren, was es in einer Mannschaft gibt. Das ist Servus, schön, dass du da bist, das Beste, was es gibt. Ja. Das ist natürlich voll super. Die sind alle begeistert und wenn sie da natürlich Red Bull mit einschaltet, ist das eine große Ehre natürlich, dass man da ein bisschen Unterstützung kriegt. Dass man die Erfahrungen von den Trainern, Spielern mitkriegt für die Kinder. Die können sicher sehr gute Tipps geben und ja, man sieht es da nicht, wie es weitergeht. Das große Ziel ist einmal, alle Kinder, was wir jetzt haben, beim Sport zu behalten. Die Eltern zwischen 10 und 14, dass die uns auch bleiben und nicht durch die Pubertät uns abhanden kommen. Und dann, glaube ich, ist da in Bischofshofen noch einiges möglich.